Mein lieber, lieber Bruder, Sohn Gottes, du bist so frei, so liebend und geliebt, so unendlich gewollt. Grenzenlos. Es gibt keine Grenzen in meinem wahren Geist. Also welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes schon auferlegen? Ich verwechsle dann immer noch die Ebenen, ne? Und halte mich durch Urteile, die in Gott gar nicht existieren, begrenzt. Durch mein nicht vollständig lieben wollen. Ich bin aber Liebe. Also heißt es ja im Grunde, dass ich immer gegen mich selbst bin oder urteile. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Ich habe mir hier einen Film kreiert gegen Gott. Eine zweite Welt, die nicht der Wahrheit entspricht. An die ich aber sehr glaube. Ne? Und jetzt darf ich erstmal sehen, wie stark mein Glaube daran noch ist. Und da milde, sanfte, liebevoll darauf zu schauen, damit es vergehen möge durch die Erinnerung an Gott, an die wahre eine Welt. An unser Einssein. Meine Liebe, urteile nicht mehr, auch wenn du bemerkst, dass du dir da vielleicht gerade im Weg stehst. Tritt zurück und lade den Heiligen Geist in dein Sein ein. Bis du bemerkst, dass er immer da ist, dass du ihn gar nicht explizit einladen musst. Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Gott hat dich grenzenlos erschaffen. Er sieht keine Grenzen. Wie kannst du dann welche sehen? Es sind immer wieder diese Bilder, die ich gemacht habe. Aus meiner wahren Idee heraus. Aus der Angst heraus. Der, den Gott als grenzenlos erschuf, ist frei, Bruder. Du bist frei. Wir sind frei. Ewige Freiheit gebührt uns.
möge ich mir nichts mehr anderes erzählen, auch ich selbst nicht mehr. Ich will das nicht mehr erklären müssen. Im Grunde will ich das gar nicht mehr aufdecken müssen. Ich will nicht mehr wachsam sein müssen, weil in Gott niemals eine Gefahr droht, nichts bedroht ist, der Frieden mir einfach gegeben ist. Aber scheinbar muss ich jetzt noch wachsam sein, weil ich mir irgendwas kreiert habe, konstruiert habe, was nicht von Gott ist. Und dann sollte ich es auch nutzen, solange es mir gegeben ist, ne? Solange ich da noch in Versuchung bin, mir zwei Welten zu kreieren. Ne? Oder eben meine eigene Welt, die ich mit meinen Ego-Augen schaue, noch wahr machen möchte. Richte deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich aus. Da sind wir gerade in der Studiengruppe. Durfte ich heute Morgen gerade wieder wiederholen. Es braucht immer wieder die Wiederholung. Bis ich es nicht mehr brauche. Denn Gott brauche ich keine Hab-Acht-Stellung. Der, den Gott als grenzenlos erschuf, ist frei. Ich kann Gefangenschaft für ihn erfinden, aber nur in Illusionen. Nicht in der Wahrheit. Du ruhst in der Wahrheit, in Gott. Das sind keine Illusionen. Mächtiger Geist, der du bist, richte dich nur für Gott aus. Erhebe dich. Erhebe dich. Über dein altes Denksystem. Sonst halte ich mich immer noch gefangen, weil ich dem immer noch Glauben schenke. Nutze den Glauben für Gott und nicht mehr für den Aberglauben, was ja das Ego-Denksystem im Grunde ist. Kein Gedanke Gottes hat seines Vaters Geist verlassen. Die Liebe kann nie vergehen. Gott liebt dich ewig und du liebst ihn in Ewigkeit. Da ist nur Liebe. Gottes Gedanke ist ein liebevoller Gedanke und bringe nur liebevolle Gedanken hervor. Ein liebender Geist. Der auch du bist. Gott gleich.
Kein Gedanke Gottes hat seines Vaters Geist verlassen. Kein Gedanke Gottes ist überhaupt begrenzt. Liebe ist. Ewige Weite, ewige Ausdehnung, einfaches Sein. Kein Gedanke Gottes, der nicht für immer rein ist. Deshalb bist du reiner Geist. Sieh dich in Reinheit, Herrlichkeit und Heiligkeit. Ich bin doch der Himmel, in dem Gottes Liebe wohnt. Seine Wirkung, seiner mächtigen Liebe. Also was kann ich im Grunde nur ausstrahlen? Was kannst du im Grunde nur ausstrahlen? Nur Liebe. Und daraus folgt ganz von selbst all die Freude, all das Vertrauen, all der Frieden, all das Licht. Weil das alles eins ist. All die Gaben Gottes sind eins und wollen, müssen vollständig gegeben werden. Kann ich Gottes Sohn Grenzen auferlegen, dessen Vater wollte, dass er grenzenlos und wie er selbst in Freiheit und in Liebe sei? Fühle dich nicht mehr schlecht, wenn du jetzt gerade nicht Liebe empfindest. Es ruft nur nach Korrektur und sich korrigieren zu lassen. Die göttliche Hilfe, die himmlische Hilfe, die mir gegeben ist, jetzt anzunehmen. Du hast nichts falsch gemacht. Es ist immer wieder nur der Moment, wo ich vergessen habe, einfach nur zu leben. Und das hat keine Bedeutung in Gott. Erinnere dich, erinnere dich und halte dich nicht mehr auf. Du bist frei.
voller Liebe. Lass mich heute deinem Sohn Ehre erweisen, denn nur so finde ich den Weg zu dir, Gott, Vater. Ehre dich selbst im Sinne des Vaters. Schenke dir die Liebe. Sieh dich in Heiligkeit. Sieh dich in all dieser Schönheit, Herrlichkeit, Lieblichkeit. Und das durch dich zu einem jeden. Gottes Wille geschehe. Sprich dir selbst von der Liebe Gottes. Da ist nur eine Stimme. Und du wirst lernen, auf sie zu hören. Es ist diese sanfte, liebliche Stille. Stille Stimme. Der stille Gesang. Ein stiller Ruf. Du weißt es schon. Und jetzt liegt es nur an mir, wirklich so weit zurückzutreten, mich in die Ruhe zu begeben, um wahrlich zu hören und wahrlich zu folgen. Dem total zu vertrauen. Es ist immer nur mein Vertrauen zu mir selbst. Vater, ich erlege dem Sohn, den du liebst und den du grenzenlos erschufst, keine Grenzen auf. Ich erlege mir selbst keine Grenzen mehr auf. Ich will mit dem gehen, was mir jetzt gegeben ist. Ich will mit Gott. Ich bin mit Gott. Taucht da Abwehr auf, will ich damit nicht mehr rumhampeln und hadern, Zeit machen, sondern sie sofort berichtigen. Und vielleicht nochmal. Und vielleicht nochmal. Möge ich geduldig sein. Gott ist mit mir so geduldig. Ewige Geduld. Ewige Liebe, ewiger Frieden. Ewiger Sohn. Der auferstandene Christus. Und es kann keine Mühe sein, aufzuerstehen.
Das Licht ist jetzt da. Die Ehre, die ich ihm erweise, ist die deine. Und was dein ist, Vater, gehört mir ebenso. Alles, was von Gott ist, ist dein. Alle seine Gaben sind dein. Möge ich das annehmen, anerkennen. Möge ich mich als das Kind Gottes, als den Sohn Gottes, als den Christus anerkennen. Vollständig. Und vollständig heißt total, ne? Totale Kapitulation. Um mich dann in Stärke, im Licht, in der Wahrheit zu erfahren. Die totale Umkehrung. Ich vertraue Gottes Wort immer mehr. Und kann mir selbst zuschauen, wie ich mehr und mehr dahin fließe. Manchmal ist es vielleicht noch ein bisschen hakelig. Da liegt da noch so viel Zeugs im Weg, Gestrüpp. Wir räumen es beiseite und geben es ab. Und weiter geht's. Im sanften Fluss der Liebe. Und des tiefen Friedens. Immer in diesem heiligen Augenblick. In der heiligen Kommunion. Der einen heiligen Beziehung. Amen. Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Der, den Gott als grenzenlos erschuf, ist frei.
Ich kann Gefangenschaft für ihn erfinden, aber nur in Illusionen, nicht in der Wahrheit. Ein Gedanke Gottes hat seines Vaters Geist verlassen. Kein Gedanke Gottes ist überhaupt begrenzt. Kein Gedanke Gottes, der nicht für immer rein ist. Kann ich Gottes Sohn Grenzen auferlegen, dessen Vater wollte, dass er grenzenlos und wie er selbst in Freiheit und in Liebe sei? Lass mich heute deinen Sohn Ehre erweisen, denn nur so finde ich den Weg zu dir. Vater, ich erlege dem Sohn, den du liebst und den du grenzenlos erschufst, keine Grenzen auf. Die Ehre, die ich ihm erweise, ist die deine, Vater. Und was dein ist, gehört mir ebenso. Wir sind alle eins mit dem Vater. Reiner Geist sind wir, frei von allen Grenzen, sicher und geheilt und ganz, frei zu vergeben und frei die Welt zu erlösen, frei, um im Himmel des Vaters zu sein. Amen. Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Der, den Gott als grenzenlos erschuf, ist frei. Ich kann Gefangenschaft für ihn erfinden, aber nur in Illusionen, nicht in der Wahrheit. Kein Gedanke Gottes hat seines Vaters Geist verlassen. Kein Gedanke Gottes ist überhaupt begrenzt. Kein Gedanke Gottes, der nicht für immer rein ist. Kann ich Gottes Sohn Grenzen auferlegen, dessen Vater wollte, dass er grenzenlos und wie er selbst in Freiheit und in Liebe sei? Lass mich heute deinem Sohn Ehre erweisen. Denn nur so finde ich den Weg zu dir. Vater, ich erlege dem Sohn, den du liebst und den du grenzenlos erschufst, keine Grenzen auf. Die Ehre, die ich ihm erweise, ist die deine. Und was dein ist, gehört mir ebenso. Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen?
Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Der Gottessohn, den Gott als grenzenlos erschuf, ist frei. Ich kann Gefangenschaft für ihn erfinden, aber nur in Illusionen, nicht in der Wahrheit. In der Wahrheit sind wir alle frei, unbegrenzt, zeitlos, immer rein. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Kein Gedanke Gottes hat seines Vaters Geist je verlassen. Ich ruhe immer noch in Gott und Gott ruht immer noch in mir. Kein Gedanke Gottes ist überhaupt begrenzt. Kein Gedanke Gottes, der nicht für immer rein ist. Kann ich Gottes Sohn und mir Grenzen auferlegen? Dessen Vater wollte, dass er grenzenlos und wie er selbst in Freiheit und in Liebe sei? Lass mich heute deinem Sohn Ehre erweisen, denn nur so finde ich den Weg zu dir, Vater. Vater, ich erlege dem Sohn, den du liebst und den du grenzenlos erschufst, keine Grenzen mehr auf. Die Ehre und Würde, die ich ihm erweise, ist die deine und was dein ist, gehört ebenso mir. Lass mich heute nicht dein Kritiker sein, Herr, und gegen dich urteilen. Lass mich nicht versuchen, mich in deine Schöpfung einzumischen und sie zu kranken Formen zu verzerren. Lass mich gewillt sein, meine Wünsche von ihrer Einheit zurückzuziehen und sie so sein zu lassen, wie du sie schuf. Denn so werde ich auch in der Lage sein, mein Selbst wieder zu erkennen, wie du mich schufst. In Liebe wurde ich erschaffen und in Liebe werde ich ewig bleiben. Lass mich dem Sohn Gottes heute keine Grenzen auferlegen. Wir sind alle sündenlos und frei. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. So sei es. Ja, danke, danke. Liebender Geist, schenk mir einfach nur deine Liebe. Wie auch immer.
immer mit Gott in unserem Geist und es wird dir immer gezeigt. Es macht es uns so einfach. Gütiger, lächelnder Geist, der wir sind. Stiller, ruhiger Geist, der wir sind. Und das zu sein. Einfachstes Sein über all das hier hinaus. Also danke, danke, Lichtbruder. Danke, danke, Gott. Und danke auch Jesus immer wieder für seine liebevollen Worte für uns, für unser Lernen und Verlernen. Danke dem Heiligen Geist, der so mächtig mit uns geht. Wir sind so geführt, so getragen, in jedem Moment. Durch all die Heiligen und all den Brüdern, weil wir eines Geistes sind. Das sollte ein leichtes sein. Ne? Wir tragen eben keine Wackersteine mit uns. Sondern genau das Gegenteil. Nur Freude, Dankbarkeit, Hingabe, Vertrauen, Barmherzigkeit, Licht, Liebe, Frieden. Das ist alles. Grenzenlos frei. In Ewigkeit. Ewiges Leben. Amen.